Willkommen bei Wissenswert. Wie zahlreiche Medien berichteten, gab es eine Schießerei im YouTube-Hauptquartier im kalifornischen San Bruno. Eine bewaffnete Frau soll das Gebäude gestürmt und über 10 Schüsse abgefeuert haben. Als die Polizei eintraf, rannten Menschen aus dem Gebäude, mit den Händen in der Luft. Die über 1700 Mitarbeiter verließen innerhalb kürzester Zeit das Gebäude. Die Schützin soll laut Angaben der Polizei Stand Dienstagnacht 4 Menschen getroffen haben. Eine der Personen schwebt noch in Lebensgefahr, eine weitere befindet sich ebenfalls in kritischem Zustand. Die weiteren 2 Mitarbeiter sind schwer verletzt, aber in stabilem Zustand. Die Mitarbeiter beschreiben die Szene so, dass der Schütze bereits von Weitem zu hören war. Es klang wie ein Erdbeben, sagte eine Mitarbeiterin. Alle probierten so schnell rauszukommen wie möglich. Die Schützin hat sich nach Angaben der Polizei nach dem Attentat selbst erschossen und ist inzwischen verstorben. Angeblich soll die Schützin einige ihrer Opfer persönlich gekannt haben. Das ist vorerst alles, was über die Situation bekannt ist. Wenn es neue Entwicklungen gibt, werden wir euch in den Kommentaren selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Das war's erstmal mit Wissenswert und dieser sehr schockierende Nachricht. Zur Ursache lässt sich so früh noch nichts sagen und wir möchten ebenfalls keine Spekulationen beginnen.